Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Rowdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Mann gleich. Ja, wir gehen gleich in die Kommentare rein. Haben wir einen von Sophie Sunshine. Das Packet Opening ist fertig, wollte nur auf die richtige Box warten. Dann wird es jetzt Zeit, dass du dir mal Line installierst und dich bei mir darüber meldest. So, die sture Katze, leider 19, aber ich spiele jeden Tag und bin ziemlich aktiv. Pack mir doch einfach mal deine Player-ID, deine Spieler-ID. Ich hoffe, du bist auch wenigstens Arena Level 10, weil das ist darunter nehmen wir auch niemanden auf. Müssen wir mal schauen. Ich muss mal gucken, ob überhaupt eine Möglichkeit ist momentan. Aktuell sind wir eigentlich ziemlich voll. Kann sein, dass das nach dem nächsten Seed schon wieder anders aussieht. Aber pack mir trotzdem mal deine Player-ID rein. So, und dann haben wir noch einen Kommentar von Old Man Snyder. Der Moment, wenn du keine Combo-Mastery hast und dann diese Angebote siehst. Ja, es ging mir nicht anders. Das ging mir nicht anders. Es hat so tief in der Seele wehgetan, das zu sehen. So, aber auch heute wird es nochmal, also mir tut es heute auch nochmal weh. Also, ja, aber bevor wir dazu kommen, zu den schmerzhaften Dingen dieses Animations Throwdown Lebens, gucken wir doch erstmal hier rein. Hier haben wir einen Brian, jetzt der Mythic Brian in Mamas altmodischer Geheimnisschatulle. Das ist allerdings verlockend, aber nein, ich werde es nicht tun. Ich mache es nicht. Ich gebe keine Gems dort aus. Nein, 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 nein. Mach ich nicht. So. Das ist trotzdem verlockend. So, dann gehen wir in den Shop rein und da haben wir nach wie vor diese schrottige Mythic Dale im Gegensatz zu dem Mythic Brian. So haben wir Two-Butt Goat, Cuddles, Knife Wheeling Zeal und Bill Daughtery. Ja. Die Banding Grad Box, die halt schon echt geil ist. Ja. Also. Mega verlockend, aber Geduld, kleiner Padawan, Geduld. Ich will den Professor Farnsworth haben. Mir Farnsworth, Scat, Goggles Cat, Cuddles, Knife Wheeling Seal, Eugene Belcher und Steve Smith. Auch eine geile Box. Wobei ich momentan persönlich die Bending Grad Box bevorzugen würde. So. Und jetzt sind wir schon soweit. Jetzt sind wir schon soweit. Jetzt geht's in die Daily Combo Mastery. Und das beginnt jetzt momentan erst einmal mit einer weiteren Klaus-Combo. Gucken wir uns die Klaus-Combo hier mal an. Ja, so, melde mal Klaus mit dem Türkei Football. Kommt der Bürger Klaus aus. So. Und der hat hier einen Hammer. Ein Hammer. Ein Leech. Ein Burger. Ein 13er Burger. So. Und da unten hier. So. Mit Push-Ups. Mit Push-Ups hier. Und da so. Und Flag Football. Ja. Ist halt wieder eine defensive Combo. Oh, ja, mit dem Deadball. Deadball. Mit dem Deadball. 15 Leech und 17 Burger. 15er Hammer. In 62 Herzen. So. Naja. Ihr wisst, wie ich dazu stehe. Ihr wisst, wie ich zum Klaus stehe. Und ihr wisst, wie ich zu defensiven Combos stehe. Natürlich macht das auch mal Sinn. Also jetzt hier so mit Leech ist gar nicht mehr so schlecht. Und mit dem Burger. Macht auch Sinn im Rumble, aber ich würde niemals 500 Gems dafür ausgeben. Oh, ich bin ja gar nicht mehr da drin. Bin ich gerade reingegangen. Jeder ist über Workout Klaus. Für 500 Gems. So, das ist der Workout Klaus. Dann kommen wir zu einer Kombo, die habe ich noch nie gesehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sehe ich jetzt zum allerersten Mal der Helikopter Stan mit dem Bömmchen. Eine Bombe.
wenn der Peter Copter dabei ist. Und das ist auch alles. Der Peter Copter ist die stärkste Kombo. Kein Wunder, dass ich das Ding noch nie gesehen habe, mein ganzes Leben noch nicht. Helikopter ist dann immer interessante Dinger dazwischen, ne? Ehrlich wahr. Gibt immer interessante Kombos, die da wurde immer überrascht, bis wo kommt denn die jetzt her? Alter, was ist das? Und dann stellst du fest, brauchte ich auch gar nicht zu kennen, das Ding. So, dazu zählt der Helikopter denn. Dann kommen wir zu Becky. Die Becky. Die habe ich schon mal gesehen, die Kombo. Ich glaube noch nicht auf dem Feld. Auf dem Feld habe ich sie noch nie gesehen. Ja, und wenn man sich die Karte anguckt, kein Wunder, es ist eine Frenzin. Eine Frenzin. Und spätestens dann, wenn die irgendwann auch noch Mythic wird. Oh mein Gott. Kriegt der Trash dann nochmal einen Bonus mit hinzu. So, naja, vielleicht sind dann die Mythic-Kombos besser. Also, aktuell ist Becky Charrotte. So, jetzt kommen wir zu einer, die ich allerdings momentan im Kostüm BGE gar nicht mal so schlecht finde. Nur, aber nur im Kostüm BGE. Und weil ich den Roger und eben den Kleiderschrank habe. Das ist Roger in Disguise. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir natürlich beim Roger und Rogers Kleiderschrank natürlich eine Hammer-Kombo gewünscht. Ja. Das ist die nicht. Das ist keine Hammer-Kombo. Definitiv nicht. Die hat zwar 14-fach Leech da oben. Dann da das Schild und dann das Hämmerchen. Aber ja. Ist jetzt nicht der Oberbringer, aber kann schon manchmal ganz, ganz schön hilfreich sein. Aber das ist nicht die Kombo, die mir weh tut. Mir tut eine ganz andere Kombo weh. Und die kommt jetzt. Und da... Tränen mir die Äuglein. Das ist der Gagaball. Der Gagaball. Und der Gagaball ist halt schon echt geil. Eugene Belcher mit Push-Ups zum Beispiel. Mit dem Shuttlecock-Ring. Sportsbot, Terrestrial Cycling, Doubles, Ping Pong, Toxic Shock, The Bazooka Sharks, Millie's Trampoline, Tom Landry Baseball Team, Softball Player Jerome, Synchronized Swimming. So, jetzt gucken wir mal, was die stärkste ist. Hier haben wir 22-17, 22-16, 20-17, 22-17. 23-16, oh. Mit Toxic Shock, okay. 20-16, 18-16, 18-24, okay. Im Sportsbot ist auch nicht schlecht. So, jetzt lasst uns mal überlegen, ne? So, welche ist jetzt hier? So, gehen wir mal da runter auf die 17, 20, nee, 17, 22, das war es nicht. 17, 22 war es auch nicht. 17, 19 auch nicht. 16, bin ich jetzt busy? 16, 18, 16, 18, 18, 24. Die 18, 24 war, glaube ich, das Stärkste, ne? So, dann wären wir schon immer bei 42 Schaden im First Hit. Aber Moment! Das ist ja, wenn ihr seht, es ist noch Single Fused. So. Beziehungsweise. Ja. Gucken wir mal, wie die Sache jetzt aussieht. 21, 27. 20, 24. 21, 22. 21, 27. 22, 29. Ich glaube, 22, 29 war das Stärkste, oder? 22, 29, 22, 29. Wer hat noch nicht? Wer will nochmal? 22, 29, 22, 29 und der erste Preis geht, der erste Platz geht an Softball Jerome Player. Hier. Stärkste. 51 Schaden im First Hit. So. Jetzt nehmen wir uns das Scheißding mal vor.
Sorry, dass ich das sage, aber das ist echt übel. Ja. So, der Kakerball. Das Ding hat Gas. Ja. Das hat Gas. Und es hat hier auch noch einen Stoß. Also, womit du durch die Mauer durchkommst, wenn eine Mauer hat. Plus 51 Schaden im First Hit. So. Jetzt kannst du davon ausgehen, dass das Gas auch noch mit durchkommt. Na? So, dann bist du bei 51 Schaden, dann bist du bei 78 Schaden nach dem ersten Treffer. Da wirst du Gaga. Da wärst du Gaga. Warum bewegt ihr den Mund nicht mehr? Da wärst du Gaga. So. Okay, jetzt erstmal tief durchatmen. Fangen wir wieder an zu rechnen. So. 22 bei 10% drauf. Bist du bei 24? Dann bist du beim Durchstoßen bei 26, 24, 26 und da unten bist du bei 30 Gas schon. Plus 32 Angriff, plus 64 Leben. So, also 32 Angriff und 24 Punch. Dann bist du bei 56, 56 Schaden. Plus die 30 bis bei 86 Schaden. Im ersten Angriff. Das klingt stark, nicht? Ist also jetzt nicht so wie jetzt, sage ich mal, bei Chicken Fight, wo es jetzt insgesamt verteilt wird auf mehrere Karten. Also nach rechts und links durchs Motivieren und durch die Bombe, sondern du hast hier einen direkten Schaden nach vorne, wenn das die erste Karte ist, die gespielt wird. Die erste Combo. Ja? So, wenn wir jetzt dann nochmal 10% draufpacken, ja, dann sind wir bei 26 Punch. Hohoho, 26 Punch. Alter Vater, bei 29 Stoß. Spielt jetzt nicht mehr so viel Rolle, glaube ich, da. Also bleiben wir bei 26 Punch. Bei 33 Gas und bei 35 Angriff. Das heißt, 35 plus 26 bist du bei 61 Schaden durch Punch und den normalen Angriff. 61. 61 Schaden. Plus nochmal 33 Gas. Und dann bist du bei 94 Schaden. Welche Karte überlebt das? 94 Schaden. Das heißt, Alter, der Gagaball ist einfach nur übel. Das ist eine absolute Killer-Kombo. Und ich kann nur jedem empfehlen, also ich bin tatsächlich jetzt wirklich hin und her gerissen. Ich bin echt am Überlegen, ob ich dafür 500 Gems zumindest mal für die ersten 10% ausgebe, weil das Ding ist, also das Ding ist eine absolute Killerbestie. Und ist mit momentan eine der stärksten Karten, die ich so kenne. Also es gibt noch stärkere, klar, gibt noch stärkere Kombos, aber das ist schon hart an der Grenze, ja. Also das ist schon mega krank für eine normale Legendary-Karte, ja. Das ist jetzt keine. Wir reden hier von einer legendären Karte, wir reden hier von einer legendären Combo, wir reden nicht von einer Mythic. Ja. Das Ding ist Overkill. Also. Was kann ich euch jetzt echt empfehlen? Ich kann euch echt nur sagen, wenn ihr was habt, wenn ihr noch irgendwie Steine habt, dann ballert die da rein. Also, wenn ihr den Eugene Belcher habt, das ist das Entscheidende. Und sofern ihr die auch irgendwie gemaxt habt oder so. Ich meine, wenn ihr den nur einmal habt, dann lohnt sich das nicht. Ja. Wenn er aber gemaxt ist. Oder vielleicht sogar, wenn er einfach nur gefused ist. Aber ihr habt dafür vielleicht die Sportkarte, die passende dazu gemaxt, ja.
dann zieht euch das Ding rein, dann holt euch den, ja, inhaliert den, der ist geil. Das sind Kombos, die richtig wehtun. Die, boah, die zerstören einfach nur. So, ja. Also wenn euch das Video geholfen hat oder wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen, ups, das ist das Falsche, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare, ihr wisst, ich freue mich über jeden Kommentar, jeden, wenn er freundlich ist. Ja, manchmal gibt es auch ein paar Idioten, aber damit kann ich umgehen. Und dann abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben soll. Und läutet die Glocke. Und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.